Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, ich freue mich, euch heute Elex zu präsentieren. Zum Piranha Bytes, ist ein deutsches Entwicklerstudio, gar nicht so groß, aber ja, Zocker kennen das Entwicklerstudio auf jeden Fall schon länger von der Gothic-Reihe und so. Ja, und da habe ich schon lange Bock drauf gehabt auf das Spiel, weil ich bin ein sehr großer Rollenspiel-Fan. Ja, RPGs und so, früher Skyrim und Witcher 3 und sowas, alles genial. Ja, und da bin ich mal gespannt, was uns da alles erwarten wird, weil das Spiel hat sehr viel Content. Ja. Ja, Grafik habe ich alles auf Ultra gestellt. Ich habe jetzt mal die FPS, das V-Sync deaktiviert, um zu sehen, wie viel FPS wir haben. Ja, und dann schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Geht natürlich auf leicht. Das Spiel hat schon, ich habe mir viel im Vorfeld noch über das Spiel informiert. Und ja, also das ist zu Anfang, soll es auch noch ziemlich schwer sein, aber es wird nachher leichter. Gut, wir gehen auf leicht und starten. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender, und siegreicher Feldherr ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Thank you.
erfüllst du also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. So, da sind wir. Sollte wohl ein tödlicher Schuss sein. Warum wir den überlebt haben, weiß ich nicht. Ja. Na geil. Blume hier, Nahaufnahme. Ja, also ihr könnt jetzt die Grafik, ja, nicht mit dem Witcher vergleichen. Das ist jetzt ein viel größeres Entwicklerstudio und das alles. Aber wie gesagt, das Spiel hat auch andere Stärken. Aber wie gesagt, die Gothic-Reihe oder jetzt, was war, ja, weiß jetzt nicht, wie das andere Spiel hieß. Es gab noch mehr von Piranha Bytes. Fällt mir gerade nicht ein, da wo man auf dem Piratenschiff anfängt. Das war jetzt auch nicht so eine super Grafikbombe. Obwohl, ja, oben die Wolken bewegen sich schon mal. Ich liebe ja die Details und da schaue ich mir alles mal ganz genau an. So, wir nehmen erstmal eine Heilpflanze. Ja, aber mal sehen, das ist ein bisschen schnell. Das ist mir zu schnell, da müssen wir erstmal, wir werden auch noch Audio wieder auf 40 ein bisschen lauter stellen, so. So, Kamerageschwindigkeit. Das müsste es eigentlich sein. Finanzsammler geht es ja gar nicht. Gucken, ob was gebracht hat. Ja, das ist in Ordnung. Die Sounds gefallen mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Kann natürlich sein, dass ihr auf ein Tablet guckt oder so, da habt ihr natürlich jetzt nicht so einen guten Sound, es sei denn, ihr schließt da Kopfhörer dran an, gute Kopfhörer. Übrigens meine Beyerdynamics Kopfhörer, die für 300 Euro, die ich habe hier, benutze jetzt, die passen auch an mein Headset dran. An mein Tablet dran. Da höre ich mir des Öfteren jetzt Hörbücher an und auch einen guten Klang. Also gute Stereo-Kopfhörer für den PC machen sich immer bezahlt. Ja. Biodynamics kann ich euch das sehr empfehlen. So. Schauen wir uns einfach mal um hier. Ja. Oh, das sieht aber schon mal geil aus hier, die Sonneneinstrahlung auf dem Wasser. Sieht sehr geil aus. Auch hinten die Sonne, nice. Leben, ja? Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Das ist richtig, da hätten wir wieder eine Pflanze angezeigt. Guck mal, ob wir uns schon die Karte angucken können, damit ihr gleich mal einen Überblick habt. Aber ich glaube, das wird noch nicht gehen. Glaube. Mission. Doch. So. Oh, wow, wow, wow. So. Was seht ihr mal? Oh, wow, wow, wow. Ja, da rechts das Grüne geht wohl nicht weiter. Oder es wird noch freigeschaltet, das weiß ich nicht. Eieiei, hier oben auch überall noch.
ist ja riesig. Ja, das ist schon gewaltig. Würde ich mal sagen. Da oben ist... ja. Okay. Ach, so springt er. Ja, okay. Was ist denn das hier? Sieht ja komisch aus, dieser leuchtende Ball. Ah, ja, es ist Feuerkraut. Nee, da muss da unten was sein. Wir können da runterspringen. Das... ah, verträgt er, ja. Ah, kann er klettern. Hier muss irgendwo was sein. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... was ist das? Emotionen? Das ist der Elex-Entzug. Mhm. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Nehmen wir noch mal eine Zigarette. Also die Sound, der Sound ist auf jeden Fall sehr gut. Also die, wenn ich mir überlege, jetzt im Hintergrund, wie ich den Bach plätschern höre, das ist sehr angenehm. Hm? Überleben, ja, wir brauchen eine Waffe. Ich meine, das die gelben Positionen jetzt auf im Minimap. Osten, Richtung Osten ist das. Da geht's wohl weiter. Oha, da hätten wir schon einen Gegner. Ach, das ist unsere Waffe. Gut. So oben müssen die Halt rein. Ja, okay, da haben wir einen verschwendet, aber hat er gleich genommen. Aber ich muss hier weg. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Ja, die Minimap wird auch schon rot. Meine Haut. Ich bin von einem Freien nicht zu verschwinden. Das war einfach. Ah, hier ist ein Haltrank, ne? Sieht zum Allerdings so aus, dass einer liegt, aber ist wohl doch nicht so. Wird das was bringen, darauf zu klettern? Eigentlich nicht. Ja, dann müssen wir wohl ziemlich aufmachen. Ja. Okay, eine Ratte. Ja, ich brauche Erfahrung. Moment, was ist da? Hier ist was Gelbes auf der Karte markiert. Sind wir da doch hoch? Nö. Weiß ich nicht, was der gelbe Punkt bedeutet. Nicht mehr viel zu holen. Nee. Oh! Das war wohl die Ausdauer, die verbraucht wurde. Blaue Balken. Schauen wir uns noch mal um.
Moment. Oh, das wird jetzt ja nichts bringen hier. Das ist wohl erstmal. Würde aber auch anzeigen, wenn da was zu looten ist. Nur sowieso erstmal ins Spiel reinkommen. Beginnt. Passos 1. Nice. Kallax. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Den Aufzug. Oh, das ist schon ein hoher Punkt, aber ein ganz schön hoher Punkt. Vielleicht weiß ich nicht, ob das schon der höchste ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden nachher auch noch in die Berge kommen. Ja, hier ist wieder so ein gelber Punkt. Ach so, die kann man plündern. Ist der jetzt weg, der gelbe Punkt? Nö. Doch, hier, ah. Jetzt auf einmal zeigt er das an, okay. Kleiner Mana-Trank und Öllampe. Ja, aber der müsste eigentlich auch... Jetzt kann ich hier alles nehmen. Kann ich natürlich hinsetzen, das ist klar. Dann wird es da hinten jetzt bestimmt auch noch was zu looten geben. Moment, Elektroschrott, wo war das? Ja, das ging vorher nicht, jetzt geht's auf einmal. Das war wahrscheinlich noch so eine Art Tutorial. Dann gucken wir uns nämlich hier auch nochmal um. Ja. Na, siehste? Ein Kartenstück. Ja, ich wusste doch, das ist ein Heiltrank. Schrotpatronen. Ist hier auch noch Elektroschrott, ne? Ach, die Ratten kann man auch plündern, ja. Und die großen, ja, ist hier das alles. Wunderbar, leveln und looten. Sowas macht mir sowieso mehr Spaß. Und dann kann man sich nachher da draus was Tolles bauen. Ah, Dietriche, das ist natürlich sehr wichtig. Bin ich mal gespannt, wie das nachher gelöst ist mit den Dietrichen. Hier ist noch ein Heiltrank. So, dann gehen wir auch natürlich nochmal hier zurück. Gut erhaltene Konservendose. Noch eine. Und hier drin war nämlich auch noch was. Setzerbogen. Eine Waffe, jetzt haben wir einen Bogen. Und gleich mal ausrüsten. Pfeile sind hier auch. Noch ein. Wein, ja. Na komm runter. Na komm runter. So. Kleiner gelber Stein. Guck. Schatulle. Eisenerz. Boah, die können wir natürlich auch noch durchsuchen. Und nehmen wir nämlich nochmal zurück, weil ich weiß nicht, ob wir hier nochmal zurückkommen irgendwann. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Orten kann? Da ist nichts mehr zu machen. Hier noch ein Pfeil. Nee, sah nur so aus. Kann man das hier aufmachen? Nein. Hier ist noch ein Heiltrank. Immer wichtig. Kleine Energiespeicher. Gucken, wie er schnell laufen kann. Kann man das ja auch machen. Zieht man die Waffe. Nein, kannst du ja wegstecken. Das ist, ach so, das ist der Unterbereich.
ich schaue mich hier lieber nochmal überall um. Also zieht er auch die Waffe. A, B, springen, ja. Weil, aber ich glaube, wir müssen nachher wieder zurück. Also da bin ich mir schon ziemlich sicher, aber gucken, ob wir so schnell laufen können. Nein. Ach so. Ah, da kann man die Ansicht nahen. Das ist natürlich sehr gut. Obwohl, so ist das mir eigentlich zu nah. So ist besser. Kann man hier nicht auch noch weiter? Wollen wir hier nicht... Nee, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist noch eine Pflanze, ne? Ja. Wollen wir die Pilze auch mitnehmen? Ne. Gut. Dann war es das in diesem Bereich. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt mit dem Aufzug langkommen. Ja, da zieht er wieder die Waffe, das ist klar. Ich weiß noch nicht, wo man schnell läuft. Aber das werden wir noch rausfinden. Es gibt nachher ja auch noch ein Jetpack und so. Das ist auch sehr interessant. Schnellreisepunkte. So, hier haben wir alles abgegrast. Alles gelootet. Muss ja hier ein Aufzug sein. Na? Vögel. Wie geht's weiter? Läuft auf jeden Fall butterweich bei so 100 FPS, das ist schon mal astrein. Magnesiumfackel. Nice. Ne? Doch! Dieser rote, nee, doch nicht. Oh, hier ist der Aufzug. Geht's wohl runter. Evakuierungssequenz eingeleitet. Bewahren Sie Ruhe und begeben Sie sich umgehend zu den ausgeschilderten Ausgängen. Den Anweisungen des Servicepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Observierungsstation. Hoffentlich gibt es auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah, mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Das wird mir helfen, mich besser fortzubewegen. Auch besser fortzubewegen, wie können wir denn auch schneller laufen? Ah, hier ist ja schon das Jetpack. Zweimal Jetpack benutzt. Achso, zweimal X drücken. Hier geht es bestimmt nämlich nach oben. Ne, hier noch nicht. Oder doch? Ja, ich weiß nicht, ob man das unendlich lange benutzen kann. Ich glaube, das ist oben links der blaue Balken oder der grüne. Gehen wir nochmal hoch hier. Ich weiß noch nicht, wo wir das benutzen sollen, aber... Ach so, das habe ich nicht gesehen. Auf und davon. Ein Jetpack. Den müssen wir wahrscheinlich noch pushen, damit er länger hält. Ist da oben was? Nee.
Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Berserker, ja? Da hinten ist, glaube ich, schon ein Berserker. Ich glaube, da hinten sitzt einer. Auch schleichen, ja. Schleicht man. Einen Pilz nehmen, ne? Dafür ist das aber ein Kollege, mit dem wir sprechen müssen. Trinkt gerade was. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Ich komm schon klar. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation. Ich weiß es nicht. Lüge. Ja, das wirkt sich aus auf unsere... Habt ihr ja gerade gesehen, das, was wir gesagt haben. Hat unsere Kälte nach unten, also nach unten gezogen. Und das andere ist wohl... Von, Gegenteil von Kälte ist ja Wärme. Wenn wir das andere genommen hätten, wäre die Wärme gestiegen. Das wirkt sich alles auf dem Spielverlauf aus. So. Ja, und deswegen lohnt es sich natürlich auch zweimal durchzuspielen, weil das ist immer anders, ne? So, ich weiß es nicht. Ne, Lügen tun wir nicht. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Das ist auch nicht so positiv. Wir gehen lieber auf positive Sachen erstmal und nicht Kälte. Hier. Wahrheit. Müsste nicht Kälte geben, sondern das Gegenteil. Aus der Observierungsstation. Kälte wird so abgesunken. Du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Du weißt gar nichts. Sag das nochmal, du Kröte. Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du hier zu tun hast. Ich glaube, das ist der Positive. Kälte gesunken müsste es sein. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Ein Flüchtling, ja. Das macht dich noch nicht zu meinem Freund. Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde.
In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Was sagt... Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserkern nicht genauso geht? Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Niemand hat mich bestohlen. Jemand. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Ende. Ja, wir gehen in seine Stadt, würde ich sagen. Wir könnten nämlich auch von ihm trennen und dann hier weitergehen, aber da ist eben alles möglich. Wir gehen mit ihm in die Stadt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. So, Aktion wie Sprinten. Linken Stick drücken, ja das wollte ich ja die ganze Zeit, linken Stick drücken, plus angreifen, rechter Button, rechter Trottel oder ausweichen, Ausdauer, sind sie auf 0. Jetzt können wir auch sprinten. Solltest deine Waffe bereithalten, wenn es holprig wird. Ja. Geil. Moment. Rostige Axt. Ist besser. Die werden wir mal ausrüsten. So, da haben wir die Werte. Die Eisenstange macht Schaden 20, die macht plus 2. Ja, also ich würde sagen, das können wir auch da hinlegen. Hatten wir schon was zur Rüstung aufgehoben? Ich glaube nicht. Nee. Gut, dann das sieht schon geil aus, die Axt, ja? Nice. Fertig? Geile Sichtweite. Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Warum plus 200? Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl? Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Okay. Gestohlene Gerätschaften. Die müssen wir uns wiederholen. Geh weiter. Geh weiter. Bleib hinter mir. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. So, neue Stufe. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Das sehe ich, aber warum halten wir hier?
Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Kümmert dich das, sie sind eurer Stadt immerhin ziemlich nahe gekommen. Was denn, Kleriker hier draußen? Du hast sie also einfach verrecken lassen? Du hast sie also einfach verrecken lassen. War das etwa so etwas wie Mitgefühl? Die Kleriker scheinen dir etwas zu bedeuten, Flüchtling. Leben sie, sind sie eine Gefahr? Sind sie tot, müsste man sie eigentlich begraben oder zumindest ihre Ausrüstung bergen. Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal? So, kümmere dich besser um deinen eigenen Dreck. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Mal angenommen, ich käme aus Zasor, aus dem Land der Alps. Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ausrotten? Gehen wir durch die Ruinen. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Genau. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Genau. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Du hast dich für den schwereren Weg entschieden. Du bist ein Level aufgestiegen. Den Audio, um neue Attributpunkte zu verleihen, finde einen Lehrer, um für mehr deine Fähigkeiten zu erlernen. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. So, wie viele Punkte einen haben wir? Helix. So, was nehmen wir? Stärke. Ne, wir nehmen erstmal... Ich glaube, wir nehmen Konstitution. Lebensenergie. 10. Oh, 10. Dann nehmen wir davon 5. Und erstmal voll auf Stärke. So. Annehmen. Wunderbar. Aha. So. Ein Lernpunkt. Nahkampfwaffen. Schweren Waffen. Angriffsstärke. Erhöht die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Ja, das nehmen wir. Moment. Ach, das sind so viele... Boah, das ist eine Menge. Alles Fähigkeiten. Wir nehmen aber die Angriffsstärke. Geht noch nicht, ne? Lernpunkte einen haben wir, aber... Das geht noch nicht, anscheinend. Nee, das geht noch nicht, weil wenn wir jetzt hier rauf gehen, wir haben zwar Lernpunkte, aber wir bräuchten Stärke. Dann haben wir 15, müssen wir auf 30. Geht hier schon was? Und Elexit brauchen wir auch dafür für alles. Also Angriffsstärke können wir auf jeden Fall dann pushen, aber das geht alles noch nicht. Kann man hier was machen? Nö, glaub nicht. Gut. So, ab durch die Ruinen und die Ausrüstung holen von der Kleriker. Feuerkraut. Kann's weitergehen? Ja.
gleich dann zu regnen. Also los. Fertig? Ja. Also los. Boah, Alter, das war der Hilfe. Füllt deine Combo-Leiste auf. Sobald du genug Combo-Energie hast, kannst du deine eine Spezialattacke ausführen. Je besser du deine Attacken timest, desto mehr Combo-Energie bekommst du für einen Schlag. Dieser Ort eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von meinem Gleiter aus schon erkennen. Du hast einen Teleporter aktiviert. Du kannst über die Karte in deinem Adjutor nun zu diesem Ort per Schnellreise zurückkehren. Geil. Zeigt er das auch auf der Karte an? Ich glaube schon. Müsste der blaue hier sein. Kartenlegende. Teleporter inaktiv, ja. Da ist es. Wunderbar. So, wir müssen hier in die Ruinen rein. Hier war eine Pflanze, ne? Nee. Kann's weitergehen? Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Ja, wir wollen Ausrüstung looten. Kleiner Heiltrank. Das sieht aber aus wie ein riesengroßer Generator. Ich höre da hinten was. Hier drin. Geldbündel. Wunderbar. So, dann mal sehen, was er jetzt hat, der Kleriker. 64 Elixit. Waffe eines Klerikers. Gebetsbuch eines Klerikers. Das wird man sich natürlich alles nehmen. Anleitung. Kleiner Energiespeicher. Und eine Zigarettenstange. Das kann man immer gut in schlechten Zeiten gebrauchen. Ist das da oben noch was? Ne? Wunderbar. Gut. Ja, hier war noch was. Ah ne, das war das Radio. Ah, hier ist noch ein kleiner Heiltrank. Wunderbar. So. Ja. Gucken wir, ob hier hinten noch was ist. Ach, hier ist noch ein Kleriker. Ah, 2 von 5 Waffen eines Klerikers, ja. Das ist die Depot, wenn wir 5 Teile haben. Ah, doch eine Truhe. Brause. Kleiner Energiespeicher. War hier unten noch was? Ja, das habe ich mir noch... Hey! Ja, sieht gut aus. Dachte ich mir doch, dass hier noch... Ach, die können wir wohl nur looten.
wenn wir die Waffe weggesteckt haben. Schick mal die Waffe weg. Ja, sonst kann er das gar nicht. So, das war jetzt das dritte Teil. Hier ist noch Missionsbericht. Da muss ich wahrscheinlich noch alles durchlesen. So, hier müsste vielleicht sogar noch einer sein, den wir übersehen hatten. Ja, das ist natürlich... Man kann nicht looten, wenn man die Waffe gezogen hat. Oder man muss das irgendwann noch freischalten, dass man das kann. Noch eine rostige Axt. Können wir verkaufen, es sei denn, die ist besser. Schlafen wollen wir nicht. Er hat was. Rucksack. Klopapier. Gut. Ja, Propaganda. Aha. Gut. Das könnte nämlich sein. Ja. Das ist die vierte. Ein Kleriker, dann haben wir gleich gegraffen komplett. Wenn hier noch einer ist. Das hat sich gelohnt, dass wir hier nochmal zurückgegangen sind. Das muss man wohl immer machen. Hier ist Metallschrott. Heiltrank. Na? Na? Wenn das hier zu weit nimmt, also weit weg wird das mit dem Kleriker nicht sein. Ich glaube, oben ist noch ein einziger. Ein Waffenteil. Ach du Schande, das ist ein riesengroßer Gegner. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Es kann sein, dass wir... Moment. Ne, das ist die Bank hier. Ja, den können wir auch noch plündern. Ja, das weiß ich jetzt. Also, dass man die Waffe wegziehen, also wegstecken muss, dann kann man looten. So, hier hatten wir alles. Das letzte Teil müsste normalerweise oben sein. Da müsste noch eine Leiche des Klerikers liegen, oder ist sie? Na? Ach du Schande. Nein! Haben wir uns hinterher... Oh! Ja, die Lebensenergie erholt sich nicht. Und selber. So. Ja, ist hier noch hier hinten noch eine Leiche? Oben wird noch eine sein. Hier, oder? Waffe eines Klerikers. Abgeschlossen, Gefahrgut. Aber... Gucken wir mal hier uns noch um. Nee. Dann können wir die jetzt zusammenbauen. Wie war das letzte Teil? Sein. Wenn wir gleich wissen. Gehen wir in die Ausrüstung. Zweihändig. Unverkäuflich. Den können wir ausrüsten. Den Bogen. So. Talent, Geschicklichkeit. Fehlendes Talent, Stärke. Okay, geht noch nicht. Aber ich glaube, wir haben alles, weil man, ich will ja wirklich jetzt nicht alles, also nichts verpassen. Also das wäre blöd. Obwohl, so schlimm ist es auch nicht, aber ihr wisst, es ist besser, wenn man dann wirklich alles abgegrast hat. Ja, dann muss man sich Zeit nehmen. So, jetzt können wir weiter.
Ich habe das hier bei den Toten... Ach, Klerikerwaffe anzeigen, genau. Ich habe das hier bei den toten Klerikern gefunden. Aus der Nähe betrachtet wirken diese Waffen weniger furchteinflößend, als man glauben mag. Trotzdem sollte man sie mit Respekt behandeln. Meiner Meinung nach gehören sie aus dem Verkehr gezogen. Glücklicherweise ist Goliath genau der richtige Ort dafür. Habt ihr öfter Kleriker in Edan? Wir gehen weiter. Habt ihr öfter Kleriker in Edan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten, scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Moment. Ah, der bröselt Tabak hier. Moment. Den lässt sich mir so schlecht stopfen. Ah, nehmen wir nochmal den guten Tabak hier. So. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xarkor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Ah, es regt auch den Boden, ja schön, ja? Drink hier, ein Powerdrink. Ach ne, wenn die Waffe wegziehst, hat bestimmt wieder was zu looten. Ja. Gut. Fertig? Ja, fertig. Also los. So, wir sind jetzt ja schon einigermaßen weit gelaufen. Wollen wir sehen, wie sich das auf der Karte niederschlägt. Okay. Boah, das ist schon, ne? Na, wir sehen. Ich glaube, also jetzt mit Skyrim kannst du natürlich nicht mithalten, aber das geht auch nicht immer nur um die Größe. Es geht auch um die, also darum, was die Karte zu bieten hat. Inhalt. Aber Skyrim ist sowieso schwer zu toppen. Glaube? Nee. Ich weiß nicht, es wird ja reden noch doller. Ich weiß nicht, fertig, ob die Waffen unendlich lange haltbar sind. Ah, nee, noch nicht fertig. Oh! Oh! Ah! Wir haben ihn ausweichen. Ah, Elexit. Das ist wohl mit, glaube ich, die Währung im Spiel. Magnesiumfackel. Noch eine. Wir retten Packung. Keine Stange.
Dann gucken wir uns mal hier hinten noch um, ums Haus noch mal rumgehen. Und der Regen hört sich auch sehr entspannt an. Mal gucken. Ah, es wird langsam heller, ja. Gewöhnt sich da dran. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Würden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen. Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hey, ihr dummen Trottel. Bewegt eure Arsch und macht sie platt. Wofür seid ihr sonst hier? Öllampe. Die könnte man hier wohl schon benutzen. Moment. Oh, jetzt noch tiefer. Krass. Teilschrott. Klebeband. Propaganda. Oh, oh. Ah! Hab ich mich erschrocken. Ey! Erschrocken, ja? Wie das? Hier müssen wir uns auf jeden Fall umschauen. Nein! Der Metallschrott, der wird auch eine Währung sein. Kann er schwimmen? Oh, hier ist nicht tief genug. Hey! Boah, so mir macht es jetzt schon Spaß. Also, kann man nicht anders sagen. Gut, hier ist noch nichts. Da ist hier irgendwann noch mal was, ich weiß es nicht. Das muss auf jeden Fall einen Grund haben. Ja, das hatte hier den Grund, das war ja Loot. Hier ist noch mehr. Outlaw. Ja, Wasserflasche. Elektroschrott. Na? Metallschrott. Outlaw. Wunderbar. Kleiner weißer Stein. Elektroschrott. Ah, hier ist ein Beil. Das ist eine bessere Axt. Das hat sich gelohnt. Die wird mehr Power haben. So, 30 plus 8. Unsere macht nur 22. Und das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Können wir die schon nehmen? 15 von 33, können wir... Nee. Also müssen wir in Stärke und Konstitution nehmen. Ne? Ja. An des Berserkers. Wir werden wohl auch bei den Berserkers zuerst reingehen und dann sind wir Berserker, aber man kann nachher natürlich auch noch andere Wege gehen. Ach, hier ist noch eine Leiche fast übersehen. Ja, cool, dass wir hier noch runtergegangen sind. Ja, und der Sound ändert sich auch immer. Also mir gefällt sehr gut. Ach, was ist das denn hier noch? Ein Besen? Kann ich auch mitnehmen? Wieso ist hier noch mehr drin im Spind? Ja. Das hier hätten wir schon gelootet. Gut. Ja, upsala. Ja, und ihr seht... Der Weg, den wir jetzt gegangen sind, hat sich gelohnt. Den fragt er noch immer, ob wir fertig sind. Ne? So, fertig. Warte. Ja. Jetzt schon. Also los. Auf die Plätze fertig los.
Den machen wir noch platt. Weil das gibt ja auch immer Erfahrung. Und das ist schon wichtig. Wir wollen ja auch im Level höher kommen. Kann's weitergehen? Sollte man die Gegner immer mitnehmen. Und wir sind gerade auch einmal erfolgreich schon ausgewichen. Oh, das ist noch ein schön langer Weg. Oh, da oben sind wir da schon angekommen? Ich glaube schon. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Aha. Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach. Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Eines Tages? Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Moment mal, liebe Freunde, ich mache nochmal eine Zigarette. Ja, und ich werde gleich eine Mittagspause machen. Wir haben es jetzt heute den 21.04. genau 12 Uhr. Bisschen ausruhen. So. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Was versteht ein Wilder wie du schon von solchen Dingen? Sie sind jedenfalls nicht ungefährlich. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Ja. So, Stärke und Konstitution müssen wir pushen. Noch zweimal, also jetzt noch auf 20. Ne, wir müssen noch mehr. Eins, zwei Level müssen wir noch aufsteigen, dann können wir die neue Axt benutzen. Ja. So. Konstitution haben wir schon. Lernen Kampflehrer, ja. Sehr interessant auf jeden Fall alles. So. Ja, ach, 33 brauchen wir sogar Stärke. Konstitution. Konstitution 23. Ja, dann pushen wir danach. Also jetzt im nächsten Mal, im nächsten Level ab. Konstitution auf 23, 3 Punkte. Und die anderen pushen wir nur noch auf Stärke. Erstmal. Ja. So, das ist die erste Behausung von den Berserkern. Muss mal, wie das auf der Karte aussieht. Okay, da sehen wir jetzt nicht viel. Das ist noch ziemlich klein. Obwohl, es kann natürlich das hier sein. Ne, das wird sein hier. Das sieht man schon. Und jetzt haben wir natürlich auch gleich noch einen Teleporter. Wunderbar. Super. Ja, das ist immer, wenn man den Tagesrhythmus umstellt nach so Monaten, dann kann man auch mal ein bisschen müde werden. Aber ich möchte jetzt generell morgens aufstehen und abends ins Bett. Im Dunkeln schlafen. Schläft man auch besser im Dunkeln. Erholsamer. Gerettet. Aha, Errungenschaft, cool. Zweimal 200 Erfahrung. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist dein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Ich habe keine Zeit für sowas.
Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Sehe ich aus wie ein Alp? Duras kennt mich, kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Ja. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps, würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Wer sind die Nebelkrähen? Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische. Ragnar, Sohn von Bjar, er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Ja, so dachte ich mir auch schon, ja. Solange Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt? Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Goliath ist stark befestigt? Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Nee, natürlich nicht. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ich hatte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Ja. Ja. Man kann mit Gras bezahlen. Ne? Ist auch eine Währung. Wenn du es selber anpflanzt, dann pflanzt du dein sozusagen dein eigenes Geld an. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, hier speichern wir. Ich habe das automatische Speichern ausgestellt. Ich möchte ihn nicht haben. So, Spiel speichern.
Cool. 1 Stunde und 4 Minuten. Ja, das war ein kleiner Vorgeschmack auf das große Spiel Elex. Ja, also das hat bestimmt 60 Stunden Spielzeit, also da ist eine Menge Content vorhanden. Und ja, sehr geil. Gut, meine lieben Freunde. Hab euch ja lange versprochen, dass ihr Elex auf meinen Kanal bekommt. Ja, Grüße gehen auch raus an meinen Supporter, der meinen Kanal so tatkräftig unterstützen tut. Freut mich sehr. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Für neue Leute, wenn euch das hier alles gefällt, schaut euch mal meinen Kanal an und was ich alles so für Spiele im Repertoire habe, jede Menge. Ja, und dann könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Alles klar, euer Robin Hood. Bye, bye.